Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hyper Hype und herzlich willkommen zur neuen Besprechung hier beim Telestammtisch. Wir klären heute hoffentlich die Frage, die mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt, nämlich How much is the fish? Und mein Name ist Kathi. Und da ich den Rave nicht alleine saven kann, ist heute bei mir Hardcore Sven. Hi. Und hallo. Genau, ja. Wir reden heute über die Doku Fuck 2020, 2,5 Jahre mit Scooter, die im Prinzip die Band Scooter während der Corona-Krise begleitet. Bevor wir damit anfangen, Sven, was sind deine Berührungspunkte mit Scooter? Magst du ihre Musik? Warst du schon auf einem Konzert oder was hast du da für Anhaltspunkte? Also es ist tatsächlich so, ich bin alt. Das muss man einfach sagen. Ich habe den Werdegang von Scooter mit Hyper damals mitbekommen. Das war natürlich auch dann das Lied, das damals rauf und runter in irgendwelchen Schuldissen lief. Und ich war tatsächlich einmal auf einem Konzert. Okay, cool, ja. Ja, ich bin da ein bisschen zu jung dafür, um den ganzen Werdegang mitbekommen zu haben. Aber ja, Scooter kennen wir halt trotzdem und das ganze Phänomen darum herum. Und ich hätte die auch vor 3 Jahren auf einem Festival eigentlich gesehen, was dann Corona-bedingt abgesagt worden ist. Die hätten doch gar nicht reinpasst auf dieses Festival, das ist eigentlich so ein Rock-Metal-Festival, aber die wären dort Late-Night-Special gewesen und das wäre schon geil gewesen. Und dann letztes Jahr, wie das Festival stattgefunden hat, waren sie leider nicht, aber dieses Jahr sind sie dort. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich da auch ein bisschen Bock drauf. Ist eigentlich gar nicht meine Musik so, aber Bock habe ich da schon drauf. Ja, es geht mir aber genauso. Ich wurde damals auch eher genötigt mitzugehen, weil alle bei uns irgendwie Techno gehört haben. Ich war der Einzige, der es nett gemacht hat. Und haben gesagt, ja komm hopp, und dann gehst du halt mit. Und trotzdem fand ich es geil. Die haben schon was mit ihrer Leichtigkeit und Partymucke. Da sind alle abgegangen. Ja, und ich meine, selbst mein kleiner Bruder kennt How Much Is The Fish und Hyper und so. Also die halten sich auch immer noch über die Generationen. Ja. Eigentlich darum geht es auch in der Doku. Also die Doku fängt, was auch geil ist für eine Musiker-Doku, dass sie halt im März 2020 anfangen, dann so bis Mitte, Ende 2022 geht, also genau in die Corona-Krise im Prinzip hineinfällt, muss ich auch so denken, okay, und was zeigt man dann, wenn man keine Auftritte, keine Konzerte und blablabla zeigen kann? Aber ja, darum geht es ja dann im Prinzip auch um dieses Leben als tourender Musiker, als tourende Band während der Corona-Zeit. Und ich fand das einen interessanten Ansatz und sehr viele interessante Einblicke und irgendwie auch ein sehr schönes Zeitdokument im Hinblick auf Corona, was so alles passiert ist eigentlich. Absolut. Ich habe mir am Anfang so die erste halbe Stunde, die ja eher so der Rückblick dann ist, so der Werdegang und dann halt zwischendrin halt diese Deko-Tipps, wie man doch am besten sein Refugium aufpimpt, ja. fand ich sehr witzig. Ja, da habe ich echt gut gelacht, aber ich denke, das ist das, was die meisten tatsächlich in der Zeit gemacht, unter anderem auch gemacht haben zu Hause, also jetzt nicht hier zu Hause alles mit Leopardenfell auszulegen, sondern außer man ist H.P. Baxter. Außer man ist H.P. Baxter, genau. Sondern halt einfach zu Hause mal die Sachen ein bisschen auf Vordermann bringen. Und ja, ich glaube, da sind sie alle gleich. Ja, und auch das waren die besten Aussagen, wie er gemeint hat, ja, er hat absolutes Pyjama-Verbot verhängt im Haus und auch wenn man nicht raus darf, alle Leute müssen sich anziehen, weil es geht sonst nicht. Und man sagt so, ja gut, wir haben dann doch unterschiedliche Leben in Zeiten der Pandemie gelebt, aber ich fand, dass diese ganzen Hintergrundeinblicke dann, wie sie, also da gibt es Szenen, da habe ich echt, da sitzt du vor dem Film und du weißt als Zuschauer einfach schon viel mehr, als die in diesem Zeitpunkt wissen, logischerweise. Und du sitzt da und es fängt an, dass sie das erste Mal sagen, dann irgendwann im März 2020, ja, nächstes Jahr, also 2021, also zum Glück ist die Pandemie nicht nächstes Jahr, weil da hätten wir die große Hallentour. Und du denkst das so, ja, Jokes und you wird nix. Später im Film sitzen sie nochmal da und man merkt, dass jetzt, also das war dann so Ende 21, glaube ich, und man merkt, dass jetzt die Lockerungen kommen, dass sie vielleicht nächstes Jahr doch wieder spielen können. Und dann sagen sie, ja, und wir beginnen unsere Tournee nächstes Jahr, also 2022 im April in Moskau. Und du sitzt beides Mal da und denkst dir so,
nein, werdet ihr nicht. Richtig, ja. Die freuen sich schon so richtig, wieder auf Tour gehen zu können. Du bist so, ja, es tut mir jetzt leid für euch, aber wir wissen da jetzt ein bisschen mehr als ihr. Ja, was ich bei so Background-Sachen auch ganz interessant finde, ist einfach auch, ja, um mal zu sehen, was halt hinter den Kulissen so abläuft. Ja. Weil ich finde, man vergisst es als ganz oft, was da auch für einen Rattenschwanz noch hinten dran hängt. Also es ist ja nicht nur dann, dass die Musiker in dem Fall enorme Einbrüche haben, sondern die ganze Crew, was da noch so, Licht, Musik, Tänzerinnen, was da alles noch so hinten dran hängt. Also mir geht's manchmal so, wo ich denke, naja, komm, die dürften ja genug Geld haben, also als Musiker. Und du denkst, naja, gut, so schlimm. Aber ja, da hängt halt nicht nur der Musiker dran, sondern noch viel, viel mehr. Das merkt man, finde ich, auch gut an der Doku. Es geht denen ja wirklich dann nicht nur ums Geld, sondern dass es ihnen auch Spaß macht, dass es halt einfach erst der Großteil halt wirklich das Einkommen ist und dass es ihnen auch Spaß macht, diese Konzerte zu spielen, dass es einfach ihr Leben ist. Und dass das halt komplett wegfällt dann, sie nicht auf der Bühne stehen können. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich, für ein Doku. Und man sieht dann, wie du schon gemeint hast, am Anfang auch so ein bisschen im Werdegang von Scooter. Also da gibt es dann auch alte Musikvideos und alte Aufnahmen und Interviews mit Adrian Baxter selbst und mit anderen, teilweise ehemaligen Bandkollegen. Das ist schon, wenn man dann so erfährt, wie die eigentlich angefangen haben, dass sie dann irgendwann nach Hannover, glaube ich, gezogen sind, eigentlich in Lehre hätten machen sollen und dann die ganze Freizeit nur daran gearbeitet hat, eben Musik zu machen und dann seine ersten Gigs bekommen hat, so mit damals mit seiner alten Band und dann mit Scooter. Das ist schon, also der hat schon viel dafür gearbeitet, diese ganze Band auch, und es ist schon faszinierend zu sehen. Ich mag diese Zeitdokumente immer, wenn man so alte Aufnahmen sieht. Erstens schaut Adrian Baxter immer noch so aus wie damals, also das ist fast kein Unterschied. Und immer interessant zu sehen, wie sie sich damals gegeben haben, wie sie damals auf der Bühne waren, wie sie damals ihre Musik gemacht haben, das fand ich immer ganz cool. Ja, vor allen Dingen ist es auch so, dass ich mir denke, wenn du es halt so in der Doku siehst, hier so Barzwang und danach halt noch ordentlich Party machen, jeder kann machen, was er will, Hauptsache die Musik scheppert ohne Ende, da denke ich mir auch, okay, gut, das würde ich vielleicht einmal machen. Ja. Dann würdest du mich locker für eine Woche irgendwo einschließen müssen, wo ich dann Schlaf nachhole und sonst was. Ja, also Barzwang ruft H.P. Baxter manchmal auch, also oft nach Konzerten aus, und dann muss die ganze Crew mitgehen, feiern, und da darf niemand dann irgendwie nach Hause gehen oder so. Und da habe ich noch gedacht, und dafür sieht er immer noch frisch aus. Also irgendwie muss es da ein Jungbrunnengeheimnis geben oder es sind halt einfach Technogene, ich weiß es nicht. Also ich finde die Doku, jetzt wie sie gemacht ist, finde ich echt gut. Also ich finde sie bildsprachentechnisch echt teilweise sehr, sehr lustig, wo sie dann ganz am Anfang auch diese riesen Plakate filmen, wo oben steht Must Have der Saison, also mit Maske, so wie Must Have der Saison. Und dann diese, auch sein Haus, wo dann wo diesen Tigerteppich oder dieses Tigerfelder so prominent in Szene setzen, und auch so Spielereien wie H.P. Baxter, Zitat, nein, ich werde nie in einem Autokino spielen, Cut, er spielt im Autokino. Mhm. Also so rein inszenatorisch und so fand ich die Doku echt gelungen, auch wie sie die Sachen erzählt. Ich finde, man kommt immer gut mit, man weiß immer, wer die Leute sind, man weiß immer, wo man sich gerade befindet, zu welcher Zeit, an welchem Ort und was eigentlich gerade vor sich geht. Das finde ich für so eine Doku, so eine Band und so einen Frontman, wo eigentlich alles immer sehr chaotisch ist, fand ich die echt gut strukturiert. Ich finde es auch schön, dass du eigentlich nicht begleitet wirst, sondern du bist der Begleiter dadurch, dass auch eine Off-Stimme fehlt. Ja. Und ja, du kannst super folgen. Es gibt echt tolle Aufnahmen und die geht ja 113 Minuten. Ja, genau. Das habe ich auch überhaupt nicht gemerkt. Also es hat gemacht, zack, sie war vorbei und ich dachte, okay. Ja, das stimmt. Das ging also schnell. Die merkt man echt nicht. Aber ich habe ein, zwei Sachen, die ich dazu anmerken würde, obwohl ich sehr viel Spaß hatte. Ich weiß nicht, ob das, also muss ich immer bedenken, wir hatten Pressescreener, also vielleicht ist es in der finalen Version dann auch anders. Ich weiß nicht, wie du das gefunden hast, aber ich fand, dass das Sound ein bisschen schlecht war. Also ich fand die Leute immer viel zu leise im Gegensatz dazu, dann, wenn Musik war. Nee, war bei mir jetzt nicht. Also okay. Die Musik hat ordentlich gescheppert, keine Frage, das sollte ja auch. Aber ich hatte so mit dem Rest, war alles gut. Also, okay. Dann liegt es vielleicht auch an mir oder meinen Lautsprechern oder was auch immer. Yeah, no shit, Sherlock! Wie gesagt, ich finde es ein schönes Zeitdokument auch für Corona, weil es einfach mal eine komplett andere Sicht auf die Dinge ist. Trotzdem waren da ein paar Sachen drinnen, die Corona-technisch nicht ganz so geil waren, dass es dann zum Beispiel trotzdem einfach die Länder fliegen
und dort weiterfeiern. Das ist jetzt vorbildfunktionsmäßig nicht so geil, auch wenn man sagen muss, sie sprechen sich dann auch für die Impfung und alles aus, was dann, was eh gut ist. Aber manchmal habe ich echt so gedacht, so, also Vorbildfunktion lebt sie da gerade echt keine vor. Ja, wobei ich da schon denke, dass die auf jeden Fall, also getestet haben sie ja trotzdem. Ja, und, ja, klar. Es ist natürlich auch das am Strand, wenn gesagt wird, ja, wenn ich Corona kriege, dann kriege ich es halt. Ist halt, fand ich auch eher, wo ich gedacht habe, oh, finde ich jetzt auch nicht so cool, weil das kann doch echt auch böse in die Hose gehen. Ja. Ja, dann auch dadurch, dass sie halt dann auch gesagt haben, ja, die müssen geimpft sein, auch die Tänzerinnen, und dann impft sie jetzt. Da habe ich noch gedacht, ja, okay, gut. Ja, ja, genau, finde ich auch. Also wie gesagt, Basang fand ich da fragwürdig, aber im Großen und Ganzen haben sie doch die Kurve gekriegt dann. Und ja, also wir haben eh noch angeschlossen, dass das Haus, in dem Angel Baxter auch lebt, ist, also irgendwie ist es genau das, was ich erwartet habe, und absolut nicht das, was ich erwartet habe. Auch seine Hunde passen so gar nicht und auch absolut zu ihm. Und auch das alles, was noch um ihn herum und seine Band so passiert, dass er irgendwann seine komplette Band im Prinzip 5 Minuten vom Auftritt feuert, weil sie heimgefahren sind oder so. Das habe ich auch nicht ganz mehr verstanden am Schluss. Ja, das ist ein sehr interessanter Einblick in diese ganze Welt, in diese ganze Bandscooter, die ein absolutes Phänomen für mich immer noch ist. Ja, gut, er hat sie ausquartiert, weil sie halt irgendwie nochmal nach Hause gefahren sind. Ja, ich weiß halt nicht, ja, weil das Phänomenscooter hält sich ja jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, sondern das hält sich ja schon 28, 29 Jahre. Und was du ja auch vorher schon gesagt hast, ich denke, ohne knallharte Arbeit und ganz viel, noch ganz viel Selbstaufgabe und sich der Sache zu verschreiben, wird es halt nichts. Und ich glaube halt wirklich, dass HP dann halt sagt, ihr müsst die gleiche Leidenschaft wie ich an den Tag legen, sonst funktioniert die Sache nicht. Ja, schwierige Frage. Ja, fix. Aber ich weiß nicht, hast du noch was du zu Doku sagen möchtest, oder bist du alles losgeworden, was dir im Herzen liegt? Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich alles gesagt. Das wurde ja alles. Jetzt habe ich komplett einen Faden. Das ist okay. Nee, ich bin soweit. Soweit haben wir alles abgearbeitet, würde ich sagen. Okay, dann können wir noch anmerken, dass du, Sven, ein Interview mit H.P. Baxter und der Regisseurin des Films geführt hast, das ihr auch bei uns finden könnt, wenn das nicht davor oder danach irgendwo an diesem Gespräch auch angeklatscht wurde. Und ja, dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer geht Scooter hören, geht weiter Telestammtisch hören, und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.